Hallo Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Ich zeige euch heute einen weiteren 3-Ball-Trick, nämlich einen Ball hinterm Rücken werfen. Und wie der ganze Trick funktioniert, zeige ich euch jetzt. Ihr braucht dazu natürlich 3 Bälle und müsst auch mit 3 Bällen jonglieren können. Wenn ihr das noch nicht könnt, werde ich es euch links oben einblenden. Und die Folgen dazu ist einfach mal einen Ball zu nehmen und versuchen einfach den hinterm Rücken so zu werfen. Wie immer, Rechtshänder würde ich erstmal empfehlen mit der rechten Hand, Linkshänder mit der linken. Und dann muss man schauen, dass man den Ball nimmt und so nach hinten wirft. Also Ball nehmen und so über die Schulter. Das heißt, man lässt ihn ungefähr hier wieder los. Das übt man dann, damit man es gut kann. Und dann nimmt man 3 Bälle. Mit 3 Bällen ist das Ganze natürlich dann schwieriger, weil man weniger Zeit hat. Aber man muss es einfach mal ausprobieren. Das heißt, man jongliert. Und am besten geht es natürlich mit einem bunten Ball. Wenn ihr noch einen bunten Ball habt, dann könnt ihr euch auf den fixieren und mit dem das Ganze versuchen. Ich habe jetzt gerade im Moment keinen, deswegen mache ich es einfach mal mit irgendeinem. Das heißt, ihr nehmt dann in die rechte Hand. Der Ball in die rechte Hand kommt, den werft ihr einfach hinter der Schulter, das heißt, nehmen, hinter der Schulter werfen und weiter geht's. Ihr werft ihn natürlich über die linke Schulter und fangt ihn dann auch wieder mit der linken Hand. Also nicht den Ball, den ihr mit der rechten über die Schulter geworfen habt, auch wieder mit der rechten Hand fangen. Ihr müsst den Ball mit der rechten werfen und mit der linken Hand fangen. Ganz wichtig. Ich zeige euch das Ganze jetzt in meiner Zeitlupe. Heutigen Mittwochsvideo. Ich würde mich freuen, wenn ihr am Samstag um 16 Uhr wieder vorbeischaut. Da kommt dann ein ganz neuer Trick. Und dann sehen wir uns hoffentlich am Samstag. Bis dahin, ciao.